Das Leben eines römischen Legionärs war geprägt von unzähligen Gefahren. Hitze, Kälte, endlose Märsche und blutige Schlachten führten häufig zu einem vorzeitigen Tod. Doch einige Legionäre überlebten nachweislich ihre 25-jährige Dienstzeit und verbrachten ihren Lebensabend in römischen Provinzen. Es gab sogar Veteranen, die deutlich älter wurden, wie der römische Veteran Julius Valens. Sein in Wales gefundener Grabstein dokumentiert, dass er im beeindruckenden Alter von 100 Jahren starb. Auch für außergewöhnlich lange Militärkarrieren gibt es epigraphische Belege, wie zum Beispiel Aelius Silvanus, der eine bemerkenswerte 61-jährige Dienstzeit absolvierte. Solche Beispiele verdeutlichen, dass einige Soldaten im römischen Heer eine deutlich längere Karriere machten, was sowohl ihre körperliche Fitness als auch ihre Anpassungsfähigkeit an die harten Bedingungen des Militärlebens widerspiegelt. Römische Legionäre hatten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung vermutlich bessere gesundheitliche Voraussetzungen. Sie gehörten zu den Männern, die ihre Kinderkrankheiten überlebten und körperlich fit genug waren, um lange Märsche mit schwerer Ausrüstung zu bewältigen. Ein gesunder 20-Jähriger hätte in den meisten Fällen keine medizinische Hilfe benötigt, um 45 Jahre alt zu werden. Allerdings konnten Infektionen oder Krankheiten, die heute leicht behandelbar wären, damals oft tödlich enden. Die Legionäre waren auch nicht ständig im Kampf und verbrachten auch viel Zeit mit Warten, ähnlich wie moderne Soldaten. Es war durchaus möglich, dass ein Legionär viele Jahre diente, ohne in eine größere militärische Auseinandersetzung verwickelt zu sein. Wie viele Legionäre erreichten also ihren Ruhestand? Augustus selbst schrieb an seinem Lebensende in seinem Tatenbericht, dass er 300.000 der 500.000 Soldaten während seiner Regierungszeit in den Ruhestand schickte. Dies würde einer Quote von 60% entsprechen. Diese Zahl scheint aber übertrieben zu sein und diente wohl eher dazu, die eigenen Taten öffentlichkeitswirksam zu verherrlichen. Modernere Schätzungen wie der University of Oxford von 2007 deuten darauf hin, dass etwa 30-40% der Legionäre an natürlichen Ursachen wie Krankheiten starben. Hinzu kamen etwa 20%, die innerhalb ihrer Dienstzeit im Kampf fielen. Obwohl es je nach Zeit und Einsatzort starke Schwankungen gab, erscheint es vertretbar anzunehmen, dass 40-50% der Legionäre ihre Dienstzeit überlebten und in den Ruhestand gingen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Aktiviere am besten die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen.